Ja, guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind ja heute Morgen schon sehr freundlich durch viel Polizei in Hannover empfangen worden. Und da wir jetzt ja auch die jüngste Partei im Westen sind, finde ich es ganz angemessen, in so ein Jugendzentrum zu gehen. Zur politischen Lage, wir haben sie jetzt bekommen. Erwartungsgemäß oder nicht erwartungsgemäß, aber eher erwartungsgemäß, die Große Koalition. Ich hatte mit einem Kollegen gewettet, dass es ungefähr so ausgehen wird bei der SPD. Er hat gesagt, es wird knapper. Er wollte aber nicht mehr wie eine Currywurst mit Pommes einsetzen. Die habe ich jetzt gewonnen. Also auf die SPD-Mitgliedschaft ist für die SPD doch immer wieder Verlass. Ja, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, dass die konservativer sind, wie man denkt. Und viele haben vielleicht auch nicht wirklich Zustimmung signalisiert zum Koalitionsvertrag, sondern eher Angst vor Neuwahlen gehabt. Weil der Koalitionsvertrag selber gibt inhaltlich und die Große Koalition gibt personell nicht Anlass zur Freude. Ich glaube, Millionen Menschen werden erneut enttäuscht sein, dass das Thema soziale Gerechtigkeit immer noch kleingeschrieben ist. Und Hoffnungen auf Besserung werden nicht eintreten. Und mit Jens Spahn wird es niemals eine Bürgerversicherung geben. Mit Hubertus Heil wird es nicht eine nennenswerte Erhöhung des Mindestlohns geben. Und mit Olaf Scholz zieht weiterhin die Verkörperung der schwarzen Null ins Bundesfinanzministerium. Also dort werden wir keine Besserung erwarten. Und die ersten Töne waren ja schon erschreckend. Jens Spahn hat gesagt, wer Hartz IV bekommt, ist nicht arm. Ich finde, da läuft eine ganz interessante Petition, die wir unterstützen sollen, von 100.000 Leuten, die sagen, leb doch mal einen Monat von Hartz IV, dann wirst du sehen, ob man davon arm ist oder nicht. Der würde nicht mal 3 Tage davon überleben. Seehofer hat sein Heimatministerium oder Heimatmuseum bekommen. Ich finde, Herbert Brandl hat es in der Süddeutschen gut zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, eine Regierung ist keine Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Seehofer oder andere abgebrannte Kernelemente. Da hat er recht. Hat er recht. Aber er ist ja nicht nur abgebrannter Seehofer, sondern er bringt auch abgebrannte Sprüche, die aber hochgefährlich sind. Ich finde, wenn jemand so einen Spruch jetzt macht mit dem Islam in einer Zeit, wo es wieder massenhaft Anschläge auf muslimische Einrichtungen gibt und wo Rechtspopulisten im Auftrieb sind, dann muss dem das Handwerk gelegt werden. Das ist hochgefährlich und darf nicht durchgehen in diesem Land. Aber auch inhaltlich ist es hochproblematisch. Wir dürfen nicht so sehr auf die Spiegelsprüche dieses Koalitionsvertrages gucken. Da sind durchaus ein paar Pflästerchen dabei, die Wunden heilen sollen, die sie selber geschlagen haben, im Übrigen durch die Agenda 2010. Aber im Großen und Ganzen gibt es doch gewaltige Leerstellen und Lücken, und zwar sehr ärgerliche. Es ist nichts geregelt zur Leiharbeit, zu Werkverträgen, zur Tarifflucht. Die Regelung zur Befristung ist höchst unbefriedigt. 1 Million Leiharbeiter werden weiterhin darauf warten müssen, aus der modernen Sklaverei zu entkommen und in feste Arbeitsverträge überführt zu werden, weil sie einfach nichts dazu geregelt haben. Und das empfinde ich als eines der größten Überraschungen. Die SPD hat ja durchaus zur Regulierung des Arbeitsmarktes was formuliert im Vorfeld. Sie hat gesagt, Scholz ist der jetzige, es geht einmal ziemlich schnell bei Ihnen. Scholz ist in den Wahlkampf gegangen und hat gesagt, er möchte die Tarifbindung wiederherstellen. Da ist gar nichts dazu drin. Deswegen habe ich mich als wirklich hundertprozentiger Gewerkschafter sehr geärgert, dass der DGB-Vorsitzende so eine Brandrede für den Koalitionsvertrag gehalten hat. Es ist doch für die Gewerkschaften gar nichts drin in diesem Koalitionsvertrag. Da hätte ich erwartet,
dass die Gewerkschaften ihrer Aufgabe nachkommen, nämlich zu sagen, wir üben Druck aus auf diese große Koalition im Interesse unserer Mitglieder und machen nicht eine Fürsprechanlage für die SPD-Führung draus. Es ist nichts drin für die Pflegekräfte. 1,4 Millionen Pflegekräfte werden weiterhin auf dem Zahnfleisch daherkommen. 100.000 Pflegekräfte fehlen bei den Krankenhäusern, 40.000 bei der Altenpflege. Und was macht diese große Koalition? Sie sagt, wir machen 8.000 Plätze mehr in der Altenpflege. Und das nur für die medizinische Versorgung, gar nicht für die eigentliche Pflege. Wir haben 13.000 stationäre Altenpflegeeinrichtungen. Das heißt nicht mal 0,6 Stellen mehr pro Pflegeeinrichtung. Und jeder weiß doch, wie es zugeht. Du möchtest doch nicht alt werden und ein Pflegefall sein und nur noch gewaschen und gefüttert werden. Das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die Pflegekräfte müssen sich zu Recht als betrogen vorkommen bei diesem großen Koalitionsvertrag. Und es ist auch ärgerlich, dass soziale Arbeit so schlecht bei uns bezahlt wird. Und da ist auch nichts drin. Es ist doch unmöglich, dass Pflegekräfte im Osten nicht mal 10 Euro Stundenlohn bekommen und im Westen gerade mal 11 Euro Stundenlohn. Und das ist im Übrigen Arbeit von Branchen, die überwiegend, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Damit muss endlich Schluss sein. Wir müssen die soziale Arbeit aufwerten und ordentlich bezahlen in diesem Land. Die ganzen Rentenregelungen sind eine Kaschierung. Und wirklich ein Betrug. Sie sagen, wir schreiben das fest auf 48%. Das war aber sowieso die rechnerische Größe bis 2024. Jetzt soll es bis 2025 festgeschrieben werden. Millionen von Menschen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, werden nicht der Altersarmut entfliehen und werden keine lebensstandardsichernde Rente bekommen. Es ist ärgerlich, dass man sagt, 10% mehr für die, die schon 35 Jahre einzahlen und in der Grundsicherung sind. Das heißt eben, irgendwie eine Rentnerin in Stuttgart oder Hannover kriegt eben statt 780 Euro 850. Es ist mehr, das löst aber ihr Problem nicht, weil in Stuttgart kriegst du da nicht mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung dafür. Wovon soll die bitte schön leben? Ich hätte mal erwartet, dass wir ein Rentensystem wie in Österreich machen, wo man 800 Euro im Durchschnitt mehr im Monat bekommt. Wenigstens eine Erwerbstätigenversicherung, wo auch die Beamten und die Politiker und die Selbstständigen einzahlen und wir diesen Skandal der Altersarmut endlich beenden. Es ist eine falsche Weichenstellung zum Wohnungsbau. Wir leiden doch alle unter den hohen Mieten, die in die Decke geschossen sind. Wir finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Diese Regierung sagt 1,5 Millionen Wohnungen mehr, das ist ambitioniert. Aber in erster Linie sollen diese Wohnungen gebaut werden von privaten Investoren, die dann 10 Luxuseigentumswohnungen hinstellen, daneben eine Sozialwohnung, die dann nach 15 Jahren aus der Sozialbindung kommt. Wir sagen nein, sozialer Wohnungsbau, 250.000 Wohnungen im Jahr, und zwar in genossenschaftlicher und öffentlicher Hand. Und diese Wohnungen müssen in der Sozialbindung bleiben. Und da stellen wir im Übrigen auch die Eigentumsfrage. Wohnen ist ein Bedürfnis und darf nicht privater Spekulation unterworfen werden. Die Große Koalition sagt, es gibt, ihr großes Kernwerk ist, 11 Milliarden mehr in die Bildung zu investieren. Jetzt muss man aber wissen, allein zur Sanierung der Schulhäuser würden 34 Milliarden gebraucht. Es fehlen 100.000 Lehrer und Lehrerinnen. Es fehlen 70.000 Erzieherinnen. Die kommen gar nicht mehr nach. Es ist auch dort nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ganze Öffentliche ist nach wie vor unterfinanziert. Bildung, Erziehung, Gesundheit, öffentlicher Personennahverkehr und vieles andere mehr. Es bleibt im Großen und Ganzen auf der Strecke, weil dieser finanzgetriebene Kapitalismus nach dem Prinzip aufgebaut ist, Anhäufung von privatem Reichtum in wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut.
Und dort muss man sagen, haben wir einen anderen Ansatz. Wir sagen, nein, das Öffentliche muss gestärkt werden. Wir dürfen nicht privatisieren, sondern im Gegenteil, wir müssen Öffentliche stärken. Und es muss wirklich Geld in die Hand genommen werden für Bildung, Erziehung und Gesundheit, weil das einen großen Teil von unserem Wohlstand ausmacht. Und warum Sie das nicht machen, ist völlig klar. Sie tun an keiner Stelle die Voraussetzungen für den neoliberalen Kapitalismus durchbrechen. An keiner Stelle. Sie machen eben Pflästerchen. Und am deutlichsten sieht man es daran, dass Sie in der Steuerpolitik im Kern gar nichts machen. Außer das falsche Signal des Abbaus des Solidaritätszuschlags. Das trifft im Übrigen den gehobenen Mittelstand. Die unteren trifft es gar nicht oder die begünstigt es gar nicht, weil die kaum welchen bezahlen. Aber es fällt das Geld an den strukturschwachen Gebieten. Nicht nur im Osten, wir haben auch im Ruhrgebiet, in Niedersachsen inzwischen strukturschwache Gebiete, wo wir dringend Investitionen brauchen würden. Und das Ärgerliche ist, Reiche und Vermögende müssen nach wie vor kaum Steuern in diesem Land bezahlen. Und daran wird gar nichts geändert. Wir haben, glaube ich, ein gutes Steuerkonzept. Wir können sagen, bei uns kriegt die Verkäuferin 150 Euro mehr und kriegt der Facharbeiter 200 Euro mehr. Aber da musst du eben auch den Mut haben, Millionären und Milliardären stärker in die Taschen zu greifen. Und diesen Mut haben sie nicht. Und soziale Gerechtigkeit kann es nicht geben ohne Steuergerechtigkeit. Und wenn wir nachher über Klassen reden, es ist doch Klassenkampf. Wenn 47 reiche Menschen in Deutschland, die 47 Reichsten, mehr Vermögen besitzen als die untere Hälfte, also 40 Millionen Menschen in dieser Bevölkerung. Das ist doch Klassenkampf von oben. Warren Buffett hat einmal dazu gesagt, es herrscht Klassenkampf in diesem Land, meine Klasse gewinnt. Viele haben den Nachsatz von ihm dann übersehen, aber das sollte sie nicht. Wir müssen es endlich begreifen, wer soziale Politik in diesem Lande machen will, der muss den Mut haben, sich mit dieser herrschenden Klasse aufzunehmen. Und der muss den Mut haben, von oben nach unten zurück umzuverteilen. Das ist die Voraussetzung für soziale Politik. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sagen immer, dieser Koalitionsvertrag ist weiter so. Es ist aber an einem Punkt kein weiter so. An einem Punkt machen Sie was ganz anderes. Sie rüsten mehr auf und Sie setzen auf stärkere militärische Zusammenarbeit in Europa. Und da müssen wir deutlich sagen, diese Bundesregierung sichert nicht den Frieden. Wer aufrüstet und mehr Geld für Militär ausgibt, der hat nicht nur keins für Soziales, sondern der geht auch in die falsche Richtung. Aufrüstung sichert nicht den Frieden. Deswegen kämpfen wir für Abrüstung und ernsthafte Friedenspolitik. Wir wollen keine europäische Armee. Und wir wollen auch keine europäische militärische Zusammenarbeit. Europa ist nicht bedroht. Diese Armee hat keine andere Funktion, als überall in der Welt Interventionseinsätze zu machen. Und wir bleiben dabei, weder die Bundeswehr noch eine europäische Armee haben im Ausland irgendwas verloren in diesem Land. Ihr seht also, wir haben viel zu tun. Und unsere Aufgabenstellung ist eigentlich klar. Wir sind die linke Opposition in diesem Land. Und wir sind in den nächsten 4 Jahren Opposition und wir werden diese Regierung von links unter Druck setzen. Wir werden unsere Alternativen zur sozialen Gerechtigkeit, zum sozial-ökologischen Umbau und zur Verteidigung und zum Ausbau der Demokratie 4 Jahre lang hoffentlich mehrheitsfähig machen. Das ist unsere Aufgabe, weil wir sind die einzige Partei, die Sie von links kritisieren, nicht von rechts, nicht von neoliberal und auch nicht von der Partei des grün angestrichenen Kapitalismus. Und dieser Aufgabe müssen wir nachkommen. Und wir haben gesagt, es gibt 5 Felder, die für uns wichtig sind.
Erstens das Feld Arbeit. Wir kämpfen für ein neues Normalarbeitsverhältnis, für andere Arbeitszeiten. Wir sehen nicht ein, dass die einen nur 10 Stunden Arbeit haben oder gar keinen und die anderen nach 50, 60 Stunden immer noch nicht aus der Arbeit rauskommen. Deswegen kämpfen wir für eine neue Normalität und die muss sich bei 30 Stunden einpendeln. Wir kämpfen gegen die Prekarisierung und für gute Arbeitsbedingungen und für eine Bezahlung, von der du leben kannst. Zweitens, wir verteidigen die sozialen Mindeststandards in diesem Land. Wir dürfen niemals zulassen, dass es in diesem Land Armut und Kinderarmut gibt. Und wir dürfen uns niemals mit diesem System des Hartz IV und der Sanktionen versöhnen. Und deswegen werden wir weiterhin kämpfen für soziale Mindeststandards, für eine Mindestversicherung, wo niemand in die Armut fallen darf. Drittens, wir kämpfen für das Öffentliche. Das Öffentliche hat für uns eine doppelte Bedeutung. Wir sagen, der Lebensstandard der Menschen bestimmt sich nicht nur nach dem Lohn und nach den Transferleistungen, das ist wichtig, sondern auch eben zum Zugang für jeder Mann und jede Frau zu Bildung, Erziehung, Gesundheit, öffentlicher Personennahverkehr und so weiter. Und dieser Zugang muss für alle Menschen gebührenfrei sein. Und es muss völlig egal sein, ob du Hartz-IV-Bezieherin bist oder Professorin bist. Du musst den gleichen Zugang zum Öffentlichen haben. Und deswegen haben wir gesagt, ist das ein zentraler Ansatz für uns. Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Und in diesem Bereich darf es keinen Markt und Wettbewerb geben, sondern da geht es nach Bedürfnissen der Menschen. Ich will nicht, dass die Kinder wettbewerbsfähig erzogen werden und Kranke profitorientiert gepflegt werden, sondern es geht darum, Bedürfnisse zu befriedigen und diese Gesellschaft ist reich genug, dass sie das auch kann. Viertens, wir kämpfen für eine andere Wirtschaft. Wir müssen weg, das zeigen im Übrigen auch diese Handelskriege, von diesem Exportmodell, das auf niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und hohe Produktivität setzt, die eigenen Märkte abbaut und die der anderen erobert. Das wird auf die Dauer nicht gut gehen. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das höhere Löhne garantiert, das höhere Investitionen ins Öffentliche garantiert und auch höhere Investitionen in die Binnenwirtschaft. Und wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau und Klimaschutz. Und genau diese Frage dürfen wir eben nicht den Grünen überlassen. Wer ernsthafte Klimaschutzpolitik machen will und sozial-ökologischen Umbau, der muss eingreifen in die Art, wie wir produzieren, was wir produzieren und wie wir die Natur belasten oder nicht. Das ist ein anderer Ansatz. Und er muss das Ökologische mit dem Sozialen verbinden. Und wir dürfen auch nicht zulassen, dass die Lebensverhältnisse der Menschen so weit auseinandergehen, dass im Osten immer noch viele strukturschwache Regionen, abgehängte Regionen sind, dass wir im Westen Gebiete haben wie Duisburg, Marxlohe oder andere, wo du meinst, du bist manchmal in der dritten Welt. Nein, wir müssen für ein Wirtschaftssystem kämpfen, wo alle gleiche Lebensbedingungen haben und alle gleiche Zukunftschancen haben. Fünftens, wir müssen gegen Abrüstung und Krieg kämpfen. Es ist unmöglich, dass wir weiterhin Waffen zu Erdogan liefern. Wir müssen ganz deutlich sagen, mit den Linken wird es einen Stopp der Waffenexporte geben, ein sofortiges Stopp in Krisengebiete. Und wir wollen Friedenspolitik machen. Und wir werden weiterhin dabei bleiben, mit den Linken wird es keine Auslandseinsätze der Bundeswehr geben. Klare Orientierungen, ich glaube, wir haben da ein großes Feld, wie setzen wir es durch? Jetzt haben wir erstmal 4 Jahre große Koalition und alle Menschen diskutieren drüber, da könnt ihr doch gar nichts machen. Das ist ein großer Irrtum. Wir können was machen. Politik wird im Übrigen auch nicht nur im Parlament gemacht. Es ist gerade ein wichtiger Ansatz linker Politik, dass wir parlamentarisch gut aussehen wollen, gut gewählt werden wollen, dass wir aber auch außerparlamentarisch Druck machen müssen.
Der Mindestlohn wurde unterschrieben, ohne dass wir jemals in der Regierung waren. Auch andere Dinge wurden durchgesetzt durch Streiks, durch Demonstrationen, durch Massenbewegungen, durch Veränderung der gesellschaftlichen Stimmung. Und es gibt genug Menschen in diesem Land, die unzufrieden sein werden mit dieser großen Koalition. Es wird viele Gewerkschafter geben, die auf unserer Seite sind. Es wird viele Menschen geben in den Flüchtlingsorganisationen, die nicht mit Seehofers Politik einverstanden sein werden. Es gibt viele Erwerbsloseninitiativen. Es gibt Menschen in der Friedensbewegung. Es gibt auch unzufriedene Sozialdemokraten und unzufriedene Grüne. Und ich glaube, dass wir deswegen als Linke Motor für gesellschaftliche Bündnisse sein müssen und für außerparlamentarische Bewegungen, die die nächsten 4 Jahre diese große Koalition unter Druck setzt. Sie dürfen keine Ruhe bekommen, sondern sie müssen gezwungen und unter Druck gesetzt werden, eine andere Politik zu machen. Deswegen haben wir im Übrigen gesagt, Kreisverbände sollen zu Ratschlägen einladen. Gewerkschafter einladen, unzufriedene Sozialdemokraten einladen und die ganzen Gruppen, die ich genannt habe. Aber nicht so plump, jetzt kommt zu uns und wählt die Linke. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass wir über neue Parteiformationen diskutieren sollten. Ich glaube, das verwirrt. Ich glaube aber, dass wir dafür sorgen sollen, dass den Leuten Mut gegeben wird, dass man an den Verhältnissen was ändern kann. Man muss es den Pflegekräften sagen, ja, ihr müsst jetzt auf die Straße gehen. Aufhören, dass euer karitatives Helfersyndrom nur benutzt wird von den herrschenden Kräften. Ich habe gesagt, ich habe jetzt eine Pflegeklasse da gehabt und ich sagte, man kann auch mit einem guten Gehalt helfen. Man muss kein schlechtes dazu kriegen. Also, wir können diese Sachen deutlich machen. Und natürlich, wenn wir uns jetzt aufstellen wollen für die nächsten 4 Jahre, müssen wir auch ein paar innerparteilichen Dinge klären. Dazu hocken wir auch auf diesen Regionalversammlungen und dafür haben wir auch einen Parteitag. Das sind nicht Dinge, die meines Erachtens über öffentliche Medien diskutiert werden sollen, sondern da, wo sie hinkehren, zu den Mitgliedern dieser Partei. Das sind meiner Ansicht nach 4 Fragen, zu denen ich auch kurz sagen will, was meine Meinung ist und glaube ich auch die Mehrheitsmeinung im Parteivorstand ist. Erstens die Flüchtlingsfrage. Ich bin dagegen, unsere flüchtlingspolitische Position aufzuweichen. Das wäre das falsche Signal. Und wir sind mit dem Dreiklang ganz gut gefahren. Wir haben gesagt, Fluchtursachen bekämpfen, da gibt es, glaube ich, großen Konsens. Und da darf man sich nicht auf die falsche Spur legen lassen, dass das alles langfristig wäre und doch kurzfristig gar nicht geht. Kurzfristig würden alle kommen, aber langfristig könnte man die Fluchtursachen nur bekämpfen. Das stimmt nicht. Du kannst die Waffenexporte sofort stoppen. Das ist eine Frage der politischen Entscheidung. Du kannst sofort die Entwicklungshilfe aufstocken. Wir können sofort gerechte Handelsbeziehungen machen. Niemand zwingt quasi die EU dazu und Deutschland subventionierte Millionen von Tonnen Hühnerklein nach Afrika zu exportieren, subventioniert und den Bauern dort die Existenzgrundlage zu nehmen und sich dann zu wundern, dass sie als Flüchtlinge wieder zurückkommen. Nein, das können wir sofort machen. Das ist eine politische Frage. Zweitens ist doch völlig klar, wir dürfen nicht zulassen und wir brauchen eine Partei, die sich nicht damit abfindet, dass Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir brauchen eine Partei, die klipp und klar sagt, wenn wir dafür mitverantwortlich sind und unser Wirtschaftssystem, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind und im Übrigen auch unsere Waffen. Es wird so sein, Erdogan braucht keine Angst haben, weiter Leopardpanzer zu bekommen. Seehofer schleift dafür das Asylrecht, damit die Menschen, die vor deutschen Waffen fliehen, erst gar nicht bei uns reinkommen. Und da brauchen wir eine Partei, die sagt, nein, das akzeptieren wir definitiv nicht. Und wir müssen auch deutlich machen, was ist das Gegenteil von offenen Grenzen. Das Gegenteil sind geschlossene Grenzen. Und wir hatten jetzt eine Diskussion mit der AfD, die tatsächlich auch um Deutschland wieder eine Mauer ziehen will. Also wir müssen deutlich sagen, mit der Linken gibt es Solidarität mit den Geflüchteten, aber keine Mauern, die um Europa gezogen werden.
Drittens, wir haben immer gesagt, wir brauchen eine soziale Offensive, damit die Menschen, die ohnehin unter diesen Verhältnissen leiden, die schon lange keine bezahlbaren Wohnungen finden, bevor die Flüchtlinge überhaupt gekommen sind, die schon lange in Langzeiterwerbslosigkeit waren, damit die nicht ausgespielt werden gegen die Flüchtlinge und umgekehrt. Und deswegen brauchen wir eine soziale Offensive, die deutlich macht, wir haben genug Reichtum, da müssen wir nicht Langzeiterwerbslose hier gegen Flüchtlinge ausspielen oder so tun, dass die sich um die Tafeln, in den Tafeln drum streiten müssen, wer an die Lebensmittel kommt. Nein, wir müssen deutlich machen, in dieser Gesellschaft gibt es genug Reichtum, dass wir gar keine Tafeln brauchen durften in diesem Land. Und ich finde, in einer Zeit, und darum geht es ja in der zweiten Frage, wie gehen wir mit den Rechten um? Mit AfD und mit dem Rechtspopulismus. Und in einer Zeit, wo quasi der Rechtspopulismus und die Rechtsradikalen fast ausschließlich Flüchtlinge zu Sündenböcken machen und Muslime, dürfen wir nicht den Anschein erwecken, dass wir den Rechten auch nur einen Millimeter entgegenkommen. Das machen schon die anderen Parteien. Wie gehen wir mit den Rechten um? Im Übrigen eine wichtige Motivation vieler junger Leute, die bei uns eingetreten sind. Wir hatten nach Trump, nach der Wahl von Trump, sofort 400 Neueintritte. Wir hatten nach dem Aufstieg der AfD sofort Tausende von Eintritte in die Linke. Und ich finde, das ist die richtige Entscheidung. Wer die Rechten bekämpfen will, muss die Linken stärken. Und wie machen wir das? Ganz sicher funktioniert nirgendwo auf der Welt ein Modell, dass man rechte Positionen aufnimmt. Machen wir auch nicht. Macht auch niemand von uns. Sondern wir haben zwei Strategien, die miteinander verknüpft werden müssen. Erstens ist völlig klar, Rechte sind nicht nur verirrte sozial Unzufriedene, sondern die greifen natürlich auch einen in der Gesellschaft vorhandenen Rassismus, Ressentiments gegen ausländische Mitbürgerinnen und sie greifen auch vorhandenen Nationalismus auf. Den gab es schon immer in der Gesellschaft. Und die bündeln das jetzt. Und es ist meines Erachtens völlig klar, du wirst quasi diesen Rassismus, da geht es auch nicht nur um die AfDler, sondern um die, die noch nicht bei ihnen sind. Du wirst den nur bekämpfen, wenn du genügend Leute hast, die dagegen halten, die dagegen aufklären, die, wenn die ihre rassistischen Positionen vertreten, an den Stammtischen, in den Betrieben, und da wollen sie ja jetzt auch rein, in den Stadtteilen, musst du Menschen haben, die dagegen halten. Weil das Falscheste wäre, den Rechten die Stammtische, die Betriebe und die öffentlichen Plätze zu überlassen. Deswegen brauchen wir überall Menschen, die dagegen aufklären und die ganz klar sagen, wir machen diesen Rassismus nicht mit. Deswegen machen wir auch eigene Kampagnen. Eigene Kampagnen neben Pflege und Wohnen gegen Rechtsradikalismus, gegen den Aufstieg der Rechten und gegen Rassismus und gegen Nationalismus. Aber natürlich wäre das der einfache Antirassismus. Wir müssen natürlich auch immer begreifen, dass die Rechten einen sozialen Nährboden haben. Und natürlich Menschen, die Angst vor Abstieg haben, wo die soziale Spaltung wirkt, die miteinander im permanenten Konkurrenzkampf getrieben werden, wirkt es natürlich besser und leichter, als wenn du sozial bessere Verhältnisse hättest, wenn du diese Spaltung nicht hättest, wenn du diese Ängste nicht haben musst. Und deswegen müssen wir auch immer wieder deutlich machen, dass die Rechten überhaupt keine soziale Partei sind. Sie bringen die Wut der Menschen zum Ausdruck, aber keine Lösung. Sie stehen sogar für soziale Ungleichheit. Sie haben sich gegen die Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen. Sie sagen jetzt, der Sozialstaat ist an den Nationalstaat gebunden. Und die Gewerkschaften würden den Nationalstaat
durch ihre internationale Orientierung und Solidarität, was ja gar nicht stimmt, ja, würden die zerstören. Ja, sie sind gegen die Bundesanstalt für Arbeit, sie sind dafür, dass Reiche keine Steuern mehr zahlen müssen, dass die Erbschaftssteuer gestrichen wird, dass der Mindestlohn nicht erhöht wird, dass das Renteneintrittsalter aufgegeben wird, also Rentenkürzungen. Also das Programm der Rechten würde den Sozialstaat geradezu zerstören. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen. Und wir müssen eine klare soziale Alternative sein. Zu den Leuten gehen, denen es in dieser Gesellschaft nicht gut geht, in die sozialen Brennpunkte, da machen wir auch Projekte dazu. Mit den Leuten reden, da helfen auch keine Fernsehsendungen, da helfen keine Zeitungen, keine Veranstaltungen. Dort herrscht zutiefst das Gefühl vor, über uns redet niemand und mit uns schon gar keiner. Und die Linke muss mit diesen Leuten reden und ganz klar die Interessen dieser Menschen vertreten in dieser Gesellschaft. Und lassen wir uns nicht auf den Leim bringen, dass es die Armen sind, die hauptsächlich rechts wählen. Die Armen gehen leider oft gar nicht wählen. Es ist ja auch inzwischen eine Klassenfrage, wer wählen geht und wer nicht wählen geht. 51% der AfD-Wähler haben einen akademischen Hintergrund. Es ist überwiegend immer im Übrigen in der ganzen Geschichte der Mittelstand, der sich gefährdet sieht, und der praktisch auf die rechten Parolen reinfällt, der aber ausstrahlt auf die anderen. Müssen wir auch immer wieder deutlich machen. Ja. Also ich glaube, das ist eine Sache, die wir klären müssen. Ein dritter Punkt ist die Milieufrage, aber die wird heute Nachmittag diskutiert. Ich gehe aber trotzdem kurz darauf ein. Es wird irgendwie so getan, wie wenn die Linke die Arbeiterklasse aufgegeben hätte. Weil uns ja weniger Erwerbslose und weniger Arbeiter wählen. Ich glaube, das stimmt nur sehr begrenzt. Und es gibt so eine Angst, jetzt kommen mehr Junge mit akademischem Hintergrund und das sind ja so Hipster und jetzt werden wir vielleicht auch so eine grüne Hipsterpartei. Ich halte von dieser Aussage nichts. Natürlich müssen wir an die Erwerbslosen ran und an die Menschen mit in den sozialen Brennpunkten. Wenn wir das nicht mehr machen, haben wir den Namen linke Partei nicht verdient. Aber die jungen Leute, die heute Abitur machen, das wären doch überwiegend Lohnabhängige. Die sind oft sogar in prekäreren Verhältnissen wie ihre Eltern. Und es ist eben so, dass der moderne Teil, die Arbeiterklasse heute sich anders zusammensetzt. Es sind 75% im Dienstleistungsbereich. Der klassische Blaumann ist die Minderheit, den müssen wir euch auch kriegen. In den sozialen Berufen, in Gesundheit, im Gesundheitsbereich arbeiten 6 Millionen Menschen. Und da haben wir Zulauf. Ja, sollen denn die Pflegerinnen und die in den Krankenhäusern sind keine Arbeiterklasse sein? Wir sagen, alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie nichts anderes haben und die keine leitende Funktion haben, sondern die praktisch jeden Tag zur Arbeit gehen müssen, die sind Teil der Arbeiterklasse und die müssen wir vertreten und organisieren. Es ist doch gerade der Mechanismus dieses Kapitalismus, dass er die Leute spaltet in Leiharbeiter, in Kernbeschäftigte, in Hartz-IV-Bezieherinnen, in Beschäftigte, in Angestellte und Arbeiter, in Befristete und Unbefristete. Und die Leistung der Linken denn als verbindende Partei muss sein, die Interessen dieser Leute zu verbinden. Der Leiharbeiter soll mit dem Kernarbeiter gemeinsam gegen die Leiharbeit kämpfen, weil er für beide schädlich ist und für ordentlich bezahlte Arbeitsplätze. Das muss praktisch unsere Aufgabe in der Gesellschaft sein, gemeinsame Interessen zu definieren und auch zu sagen, gegen wen wir denn das durchsetzen müssen. Das ist ja der Sinn des Klassenbegriffes, dass es auch andere Klassen gibt, die verhindern, dass es so gemacht wird. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, die leicht gesagt und schwer getan ist. Ja. Und letzter Punkt. Was wollen wir denn für eine Partei sein? Wir haben jetzt immer diese öffentliche Debatte über Sammlungsbewegung. Brauchen wir eine neue Formation? Könnte man nicht viel mehr sein? Ich vertrete mal ganz offen folgende Position. Die Linke hat geschafft, verschiedene Gruppen und Strömungen zu sammeln. Es ist eine ungeheure Stärke, die wir dort haben. Wir haben zum ersten Mal geschafft, dass wir einen Zulauf von vielen Leuten bekommen. Ich glaube, dass es völlig falsch wäre zu diskutieren, wir bräuchten eine neue Formation. Nein, wir müssen die Linke stärken in den nächsten Jahren.
Und wir haben die Vision, oder ich habe auch die Vision, wir wollen eine Mitgliederpartei sein, die von unten nach oben organisiert ist, nicht umgekehrt. Und wir wollen auch kein Wahlverein sein, der nur auf Wahlen statt. Wir haben immer gesagt, die Gesellschaft verändert sich nicht nur im Parlament. Tucholsky hat ja mal gesagt zur SPD in den 20er Jahren, die SPD meinte, sie wäre in der Macht, aber sie war nur in der Regierung. Die Macht haben andere. Und da brauchst du starke Gewerkschaften, da musst du die Kräfteverhältnisse verschieben. Da brauchst du starke Bewegungen, da brauchst du Leute, die sich verankern, die linke Gedanken in die Betriebe, in die Gewerkschaften, in die Stadtteile reinbringen. Da brauchst du selbstständig denkende Mitglieder, die wissen, wofür sie stehen. Und da müssen wir nicht bei 62.000 stehen bleiben. Das ist meine Vorstellung von einer Partei. Und die Parteiführung sollte das tun, was die Mitglieder beschließen. Auf ihren Parteitagen, auf ihren Landesparteitagen. Und sollte diese Partei vertreten. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Deswegen brauchen wir eine demokratische Mitgliederpartei mit vielen engagierten Leuten. Und da brauchen wir uns doch gar nicht verstecken gerade. Wir haben im letzten Jahr 8.500 neue Mitglieder geworben. Höchststand. Wir hatten noch nie so viel. Wir haben da völlig neue Milieus erschlossen. 2/3 dieser Mitglieder sind unter 35 Jahren. Die wollen jetzt was machen in dieser Partei. Wir sind stabil bei den Umfragen bei 10-11%, also wir sind sogar noch gewachsen. Dahinter steckt im Übrigen ein Riesenumbau, weil wir ja im Osten zurückgegangen sind. Wir sind im Westen gestiegen und in manchen Städten sind wir inzwischen stärker wie die Grünen. Ich finde, das haben die verdient und wir auch. Bitte? Ja, es gibt sogar Stadtteile, wo wir stärkste Partei sind. Also wir haben durchaus Anlass auf das, was wir die letzten Jahre erreicht haben, stolz zu sein. Wir wachsen wieder. Wir sind ja zurückgegangen. Wir waren überaltert. Jetzt sind wir die jüngste Partei im Westen. Wir haben ganz starke Landesverbände und ich glaube, wir sind dort auf dem richtigen Weg, aber wir dürfen uns eigentlich nicht zurücklehnen und sagen, das reicht uns jetzt, da ruhen wir uns auf. Ich glaube, wir könnten noch viel stärker werden. Und deswegen müssen wir die nächsten Jahre lebendige, aktive Politik machen. Unsere Kampagnen zur Pflege, zur Gesundheit, zum Wohnen müssen ein Erfolg werden. Dort haben wir im Übrigen bewiesen, bei unserer Pflegekampagne, alle Parteien mussten sich auf einmal um die Pflege kümmern. Alle. Es wäre ohne unsere Aktivität nicht möglich gewesen. Das sieht man ganz gut, wenn du ein Thema aufgreifst, das vielen auf den Nägeln brennt, das auch exemplarisch ist für diesen Kapitalismus, wie er mit sozialer Arbeit umgeht, mit Kranke, mit zu Pflegenden und mit den Pflegekräften. Dann kannst du Erfolg haben als Partei. Lasst uns also an diesen Erfolgen anknüpfen, unsere Kampagnefähigkeit ausbauen und lasst uns in den nächsten 4 Jahren stärker werden als demokratische Mitgliederpartei, als Partei, die sich als Bewegungspartei begreift und nicht nur als Wahlverein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus